Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt ein Thema, das muss unbedingt angesprochen werden. Und ich bin hier, um euch zu helfen. Denn, ihr wisst, ich lasse regelmäßig meine Lippen aufspritzen und einmal sah es danach nicht ganz so aus, wie es hätte aussehen sollen. Beziehungsweise saß ich da ein paar Stunden später mit solchen Lippen, habe eine Panikattacke des Todes geschoben und wusste nicht so ganz, was ich tun soll. Und das möchte ich bei euch verhindern und ich habe hier ein paar Tipps für euch und ein paar Hinweise, die ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr auch so ausseht und gerade irgendwie vom Aufspritzen kommt und ja, da irgendwie ein schlechtes Gefühl gerade habt. Ich lasse meine Lippen regelmäßig mit Juvederm aufspritzen und eigentlich geht immer alles gut. Meine Lippen schwellen kaum an, ich habe wenig blaue Flecken, doch einmal ist es passiert. Da ist irgendwas in meinem Körper passiert, was nicht hätte passieren sollen und meine Lippen sind des Todes angeschwollen. Ich kann auch sagen, weil ich mir unsicher bin. Ich habe aber allerdings nach dem Unterspritzen was sehr, sehr Scharfes gegessen und in dem Moment, wo ich gegessen habe, konnte man auch zusehen, wie meine Lippen anschwellen. Deshalb denke ich, ich kann es darauf zurückführen. Ja, ich weiß, man soll jetzt nicht unbedingt was Würziges oder Scharfes essen. Ich habe allerdings eigentlich immer relativ kurz nach dem Aufspritzen das gegessen, worauf ich Lust hatte. Und deshalb habe ich mir auch dieses Mal keine Gedanken gemacht. Aber dann ist es passiert. Also ich habe gegessen und man konnte wirklich zusehen, wie meine Lippen anschwillen. Und irgendwann hat auch mein Freund gesagt, okay, stopp, jetzt müssen wir mal gucken, da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und dachte mir, okay, wow, das ist echt nicht normal. Da sah es noch gut aus im Gegensatz zu dem Zeitpunkt, wie es später aussah. Denn ich habe danach alles Mögliche falsch gemacht, was man nur hätte falsch machen können. Und davor möchte ich euch bewahren. Denn ich habe dann natürlich auch gegoogelt, was machen, wenn die Lippen nach dem Aufspritzen total anschwillen. Habe super viele Tipps gefunden, die im Nachhinein total für die Tonne waren. Mein erster riesengroßer Hinweis für euch: bewahrt bitte die Ruhe. Es geht vorbei. Eure Lippen werden nicht aufplatzen oder so. Ihr müsst bitte einfach die Ruhe bewahren und steigert euch da nicht rein. Ihr seht jetzt ein paar Stunden, vielleicht auch ein, zwei Tage richtig blöd aus, aber es geht vorbei und ja. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: ich bin keine Ärztin, ich habe keine medizinische Ausbildung. Ich gebe euch nur meine persönlichen Tipps weiter. Das heißt nicht, dass sie bei euch anschlagen werden und wenn ihr wirklich ein richtig ungutes Gefühl habt und denkt, okay, stopp, hier geht's nicht weiter, experimentiert nicht rum, sucht bitte einen Arzt auf. Aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, die müssen gesagt werden und die müsst ihr in eurem Köpfchen behalten. Denn das erste, was ich gemacht habe, ich bin zu meinem Eisfach gegangen und habe ein Kühlpack rausgeholt und habe das so klatsch auf meine Lippen und dachte mir, einfach kühlen, kühlen, kühlen. Kühlen an sich ist eine super Idee, aber es gibt zwei Sachen, die ihr beachten müsst. Das Kühlpack darf auf keinen Fall zu kalt sein. Das heißt, Gefriertruhe, Gefrierfach, no, es ist zu kalt. Wenn ihr zum Aufspritzen, Unterspritzen fahrt, dann legt euch am besten zwei Kühlpacks in den Kühlschrank, da ist die Temperatur angemessen und ihr könnt immer wechseln. Also ich habe mir dieses Kühlpack aus dem Gefrierfach auf die Lippen gelegt und einen zweiten großen Fehler gemacht. Eure Lippen sind schon total angeschwollen und ihr dürft bitte keine weitere Feuchtigkeit auf eure Lippen tun. Eure Lippen dürfen sich auf keinen Fall noch mehr vollsaugen, weil dann werden sie noch größer. Und ich habe einfach dieses Kühlpack genommen, habe nicht mal irgendwie was da drum getan oder irgendwie nur so ein Tuch, was sich dann auch mit dieser Feuchtigkeit, die sich darum bildet, durch das Gefrorene, nochmal haben sich meine Lippen damit vollgesaugt. Das war nicht gut. Das heißt, trocknet das Kühlpack am besten richtig gut ab und tut dann noch irgendwie ein Zebra oder so drum und tut es dann auf eure Lippen. Achtet darauf, dass das Kühlpack nicht noch feucht ist. Dann habe ich gegoogelt und da stand was von Kamillentee. Kamillentee ist generell eine super Sache, wenn man irgendwie eine Schwellung hat, aber ich habe ja gerade schon gesagt, ihr dürft eure Lippen nicht noch mehr mit Feuchtigkeit vollsaugen lassen. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Und ich habe halt Kamillentee aufgegossen, habe den abkühlen lassen und dann habe ich so ein Wattepad genommen, habe das da schön eingetaucht und wie so eine Maske auf meine Lippen gelegt und meine Lippen haben sich noch mehr vollgesogen und sind natürlich noch dicker geworden. Ich habe noch so Sachen wie Quark gelesen im Internet, das habe ich zum Glück gar nicht ausprobiert,
Also, wenn ihr irgendwas auf eure Lippen tut, dann nur ein Kühlpack, ein trockenes Kühlpack aus dem Kühlschrank, nicht aus dem Gefrierfach. Das ist zu kalt. Dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt irgendwie was nehmen, weil das war auch echt unangenehm. Meine Lippen haben sich angefühlt, als würden jeden Moment platzen und ich habe Paracetamol genommen. Paracetamol an sich ist ganz gut, das lindert sicherlich ein bisschen die Schmerzen, aber Paracetamol hilft nicht so wie Ibuprofen, weil Ibuprofen lindert auch die Schwellung. Ja, jetzt hatte ich kein Ibuprofen und das ist alles noch schlimmer geworden. Ich habe eine leichte Panikattacke bekommen, weil es war auch irgendwie 11 Uhr abends und ich dachte mir, okay, jetzt muss ich heute noch ins Krankenhaus oder so, musste ich nicht. Das als kleiner Spoiler. Ich bin dann zu einer Notfallapotheke gefahren und hatte richtig Glück mit der Apothekerin, die tatsächlich ein bisschen Ahnung hatte. Ich habe ihr dann alles erklärt, wo sie mir auch schon die ersten Hinweise gegeben hat, auf keinen Fall irgendwie eine Salbe oder so da drauf tun, auch wegen der Feuchtigkeit. Sie war dann ein bisschen not amused, dass ich Paracetamol genommen habe, weil ich durfte nicht direkt danach Ibuprofen nehmen. Das ist nicht gut für den Körper. Sie hat mir trotzdem Ibuprofen mitgenommen, aber ich musste dann halt 2 Stunden noch warten und 2 Stunden durch die Hölle gehen. Sie hat mir dann aber noch ein homöopathisches Mittel mitgegeben, wo sie meint, okay, dann kommst du jetzt die 2 Stunden noch über die Runden, nimm das auch noch, wenn du Ibuprofen nimmst. Jede Stunde eine Tablette lutschen und das war Traumehl. Der Wirkungsbereich von Traumehl ist sehr vielfältig, wird oft bei Sportverletzungen genommen, Gelenkschmerzen, sowas in die Richtung, aber auch bei Schwellungen und Blutergüssen und Prellungen und sowas. Das kommt ja so ein bisschen hin, ne? Also habe ich noch direkt, als ich zu Hause war, weil das ist in Kombination mit Paracetamol gar kein Problem, jede Stunde eine Tablette Traumehl gelutscht. Gibt es übrigens auch als Globulis. Das ist eigentlich dann recht egal. Auf jeden Fall ging es dann, nachdem ich beides genommen habe, also 2 Stunden später auch Ibuprofen, langsam bergauf. Ich habe meine Lippen noch hin und wieder gekühlt, aber nicht zu viel. Also ihr solltet jetzt auch nicht die ganze Zeit mit einem Kühlpack drauf rumlaufen, sondern gebt euren Lippen auch Luft, lasst sie mal durchatmen. Ich habe das dann so gemacht, dass ich immer nur, glaube ich, jede halbe Stunde so 10 Minuten meine Lippen gekühlt habe und dann habe ich sie wieder weggeräumt. Und habe einfach abgewartet. Ich glaube, man darf innerhalb von 24 Stunden 1200 Milligramm Ibuprofen nehmen. Bei mir ging es nach der zweiten Einnahme besser. Also ich habe einmal Ibuprofen genommen, 2 Stunden nach dem Paracetamol und dann habe ich nochmal 2 Stunden gewartet und habe noch eine genommen. Und dann wurde es wirklich langsam besser und ich konnte mich schlafen legen. Traumehl habe ich, glaube ich, noch einen ganzen Tag weitergenommen. Danach auch und am nächsten Tag auch nochmal einige Ibuprofen, weil es immer noch recht geschwollen war und das wirklich ganz gut gegen Schwellung hilft. Ja, bei mir wurde es dann besser. Am nächsten Tag sah es noch nicht geil aus, am übernächsten Tag war schon wieder alles normal. Also das A und O ist wirklich die Ruhe bewahren, es wird wirklich besser. Meine Lippen sahen danach auch toll aus, also das hat jetzt nicht irgendwie das Ergebnis beeinträchtigt. Es war einfach nur echt für ein paar Stunden richtig bitter. Das lag zum einen daran, dass ich einfach scharf gegessen habe, dass ich dann auch alles falsch gemacht habe, was man nur hätte falsch machen können. Wieso das bei euch der Fall ist, das ist wahrscheinlich immer ganz individuell. Natürlich kann es auch mal zu einer allergischen Reaktion kommen. Das müsst ihr dann einfach beobachten. Aber eure Lippen werden nicht abfallen, die werden nicht absterben, die werden nicht platzen. Hoffentlich. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit diesem Video helfen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir deshalb einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen, weil hier gibt es auch schöne Videos. Das war jetzt ja eher ein Thema, das braucht man nicht, aber es muss halt drüber geredet werden, weil es gibt ja auf YouTube auch kein Video, was sich da so explizit mit befasst. Und ja, ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr mein Instagram und mein TikTok-Profil abcheckt. Beides ist natürlich für euch unten verlinkt. Ich sag mal ciao und bis zum nächsten Mal. Adios!